So, wir sind hier als Altair unterwegs, der übrigens aussieht wie Ezio. Und auch so redet wie Ezio. Hat aber nicht die Augen wie Ezio. Kreuzritter unentdeckt. Entdeckt. Noch ein Schritt und euer Mentor stirbt. Ich muss Al-Mualim oder so. Ihr kommt nicht mit dem Leben davon, Verräter. Nein, ihr missversteht. Ich bin kein Verräter. Denn ich kann nur die verraten, denen ich einst treu war. Ihr habt eine Lüge gelebt. Das macht euch noch erbärmlicher. Das ist ein Quadratritter, weil das hat ja kein Kreuz in der Mitte. Headshot. Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allen, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Ist interessant, Altair kann plötzlich die Fähigkeiten, die Ezio kann. Hey, kommt sofort hier runter! Hey! Bin ich fertig? Hallo, ich krieg Schaden! Was soll das? Aua! Danke, Spiel, dass du mir die Sicht nimmst. Ich hätte es geschafft. Ich wollte ihn gerade runterschmeißen. Unentdeckt eliminieren. Wie soll ich das denn schaffen? Jetzt ruft ihr euren Schoßhund. Ich habe doch gar nichts dafür, oder? Messer. Um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allen, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Scheint ja Zeit zu haben, ne? Ein guter Mann ist tot und ihr schweigt weiter? Das überrascht mich. Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mualim. Doch Geduld gehört nicht dazu. Das war sprecht oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder. Assa. Ich habe schon Assa gesagt. Können wir nicht Al-Mualim jetzt umbringen? Ich weiß seine Vergangenheit. Und Zukunft. Ihr habt zu viel Vertrauen zu den Menschen, Altair. Die Templer kennen die Wahrheit. Menschen sind schwach, dumm und engstirnig. Nein. Unser Credo beweist, dass ihr Unrecht habt. Vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen. Doch ich vermute das Gegenteil. Ich bin zu weise, um an solchen Unfug zu glauben. Ihr botet ihm Gelegenheit, seine Würde zu retten. Warum? Niemand sollte dahin scheiden, ohne Erbarmen zu erfahren. Doch er wollte euer Erbarmen nicht. Das war sein Recht. Altair, ich sah euch aufwachsen vom Jungen zum Mann in so kurzer Zeit. Es erfüllt mich mit Schmerz und mit Stolz. Ihr tragt eures Vaters Schuhe, als wären sie euch auf den Leib geschneidert. Ich kannte ihn nicht gut als Vater. Er war ein Assassine, vor allem. Auch ihr wurdet in den Orden geboren. Bereut ihr es etwa? Und das einzige Leben bereuen, das ich kenne? Ihr findet einen Weg bei Zeiten. Und es obliegt euch, den Weg zu wählen, den ihr vorzieht. Kommt, mein Knabe. Haltet eure Klinge bereit. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen.
zeigt den Stinkefinger auf das Spiel. Bei dieser scheiß Synchronisation. Komm mal nicht mit Synchronisation in die Ecke. Dann enthalten sie also Erinnerungen, diese Schlüssel. Diese alten Siegel. Doch was will Altair uns sagen, frage ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Die Zukunft soll wissen, dass Schwerter nicht durch irgendwelche Seile backen dürfen. Oh. Komm mir bloß nicht mit volle Synchronisation. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. 3, 2. Doch nicht. Gut, was nun? Offenbar müssen wir in die Richtung. Scheiße, das bedeutet ja wirklich, ich muss jetzt diese Dinger machen, ne? Naja, Fortschritt fängt klein an und hört groß auf. Mein Controller quietscht. Quietsch, quietsch, quietsch. Fatih Camille. Hört ihr das? Quietsch, quietsch, quietsch. Fatih Camille. Bitte entschuldige irgendwelche Aussprachen, denn ich spreche es halt so aus, wie ich das denke. Die Fatih Camille oder Fatih Camille Moschee wurde nach der Eroberung Konstantinopels von den Türken erbaut und war die erste Moschee rein osmanischen Ursprungs in der Stadt. Einer amüsanten Geschichte zufolge soll Sultan Mehmet dem Architekten wegen mangelnden Ehrgeizes die Hände abgeschlagen haben, als er bemerkte, dass die Kuppel der Fatih Camille kleiner war als die der Hagia Sophia. Das fand der Architekt ungerecht und nachdem seine Wunden verheilt waren, soll er einen osmanischen Richter aufgesucht haben, um Rechtsbeistand zu suchen. Der Richter schlug sich überraschend auf die Seite des Architekten und forderte, dass dem Sultan zur Wiedergutmachung ein Arm abgeschlagen werden sollte. Dazu kam es natürlich nicht, doch allein schon die Tatsache, dass ein Richter einem Zivilisten gegen seinen Sultan beistand, ohne dafür bestraft zu werden, ist schon bemerkenswert genug. Jo, bei Diktatoren ist es halt so. Oh, dass sie mich beobachten, das ist so unfair. Woher wissen die denn von mir? Komm her, ich bring dich um. Oh, jetzt soll ich helfen. Du entkommst uns nicht. War ich das? Aha, passt ihn! Das ging nicht anders. Hände hoch, sie sind verhaftet. 35 Anarchisten. Kugeln voll. Leichenfledderer, du wirst in der Hölle schmoren. Ezio ist schon dafür programmiert, in der Hölle zu schmoren. Gut, was haben wir da? Ein Turm. Stopp, zappasch. Runter, runter. Aufschlaghülse voll. Warnung! Sie betreten einen nicht autorisierten Bereich. Kann ich doch wegmessern, oder? So, wie messert man weg? Achso, das ist Messer. Ein Messer, ein Treffer.
Oh, geil, Zahltag. Ich sollte mal länger nachladen. Schneller nachladen, meine ich. Gut. Wie machen wir das denn jetzt? Was habe ich denn? Bombe, Splitterbombe, Nebelbombe, Kirschköderbombe. Die ist scheiße. Könnten wir die Splitterbombe nutzen? Ja, wobei, nee, wir bleiben bei Messer erstmal. Und suchen uns ein bisschen den Commander. Wie die einen auch durch die Dächer sehen, das kann doch nicht wahr sein. Die schießen sogar da durch. Ezio, du darfst auch gerne arbeiten. Also ich klicke ja nicht umsonst die Tasten. Jojo, werf dein Geld weg. Das. Ezio, du bist scheiße. Du warst auch schon mal besser. Wieso machst du nicht, was ich sage? Hör doch auf. Du sollst auf diese scheiß verdammten Messer wechseln. Meine Fresse, ist das denn so schwer? Oh, die Steuerung ist kacke geworden in dem Spiel hier. Ah, wix den weg. Kein Bock auf den. Malaka! Nein! Tötet ihn! Oh, jetzt wird's wirklich alt. Du entkommst mir nicht! Ehrlich, das hätte ich aber auch gesagt, in dem Fall bei so einem Capture the Flag oder irgendwie so, wo man oder so ein Zielpersonenschutz, ne, also so ein Tower Defense Game, hätte ich auch gesagt, nachdem der Gegner was man beschützen soll, abgeschossen hat, hätte ich auch gesagt, scheiße. Sieht irgendwie lustig aus, wie der Rock in der Luft stand. Gut. Das konnte ich nicht mehr sehen. Oh, Ezio, deine Steuerung war schon mal besser. Da müssen wir noch dran arbeiten. Da muss ich mich dran gewöhnen. Schießen auf Y, das ist das Schlechteste, was geht. Ich muss gleich mal an der Steuerung arbeiten, das stimmt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Schießen ist nicht Y, sondern B. Schon immer gewesen. Und das war auch falsch. Das war Kugelverschwendung. Ah, da hinten war die komische andere Geschichte. Sollte ich hier nicht irgendwas machen? Nein! Warum lässt du dich fallen? Ich wollte oben noch was machen. So schon wieder hochrennen. Ach, das war kein Zahltag. Oh, keine Ahnung. Signalfeuer B. War jetzt gerade nicht angezeigt. Fest ist nun in der Hand von uns. Den einzig wahren. Ui, ui, ui. So. Wir wollen mal nach der Steuerung schauen. Die ist nicht in Ordnung.
ich darf auch nichts auswählen, ne? Das ist super von dem Spiel. Ich darf die Steuerung anscheinend nicht anpassen. Das ist unfair. Oh, das killt jetzt meine Spielerfahrung. Dann werde ich halt noch öfter drüber meckern. Gut, aber wir haben das jetzt fertig. Und Gebäude können jetzt renoviert werden. Das ist gut. Gebäuderenovation ist der Schlüssel, um mehr Reichtum zu bekommen. So, was haben wir hier? Assassinen. Ja, das ist ja meins. Wir haben einen in der Mission gerade. Und einen quasi bereit. Achso, und ich kann jetzt zwei weitere rebellieren. Das ist schön. Die holen wir uns natürlich auch alle. Schauen wir uns doch mal um, was haben wir hier jetzt freigeschaltet? Und vor allem wo? Ach cool, ich habe einen voll übersprungen. Dann würde ich mal sagen, ist es an der Zeit, eine Bank zu renovieren, glaube ich. Oder ne, erstmal Geld kriegen überhaupt. Das da hätte ich gern. Aber vorher das da. Das ist in eine andere Richtung. Ha. 1015 habe ich. Ey, das bringt ja also doch Geld, wenn ich das jetzt einfach mache, ne? Okay, also die Dinge sind erstmal eine Einnahmequelle für den Anfang. Dann sollte ich das also auch ausbauen. Und möglichst nicht verschenken. Gut. Da geht's dann beim nächsten Mal weiter.